Servus im spanischen Kochstudio. Hoppala, den kennen wir doch, gell? Der hat auch noch ein Geschäft am Laufen. Um ehrlich zu sein, bin ich heute mal zu faul zum Kochen. Also habe ich mich nach mein Auto gesetzt und bin ein wenig die Küsten runtergefahren und habe mir gedacht, geh einmal schön was essen. Also geh mal so wie in Franken ähnlich, einmal wegen einer Bauernwirtschaft. Naja, da ist sie, Restaurante Nautico. Ich meine nicht, dass das Bauern sind, aber halt ein wenig einfacher Kneipen, wo es Hausmannskost gibt auf Spanisch. Pablo Pommes. Da liegt sie, die Visitenkarten, gleich mit Telefonnummer, wer reservieren will. Und an dem Tisch, da hockt der größte Bauer und hat sich gleich einmal ein Radler bestellt, weil ich muss ja heute noch mit meinem Auto nach Hamm fahren, kann ich nicht so viel saufen. Also als erstes gibt's Aioli und Oliven, damit fängt's an und ein wenig Brot. Da liegt mein Autoschlüssel, ja, ich muss erfahren. Und so schaut's da in der Wirtschaft aus, einfache spanische Wirtschaft, einfache Küche, aber sehr lecker. Meine Vorspeise, da ist sie, das sind keine frittierten Marfischler. Nein, das kommt alles aus dem Meer, also wegen frittierte Fischler und Meeresfrüchte. Lecker! Hey Pablo, hat es geschmeckt? Ja, passt schon. Freilich hat es geschmeckt. Dann gibt es noch ein Steak mit Pfeffersauce und ein Kalamar mit Patata Fritas, also mit Pommes. Vom Steak habe ich die Hälfte schon gefressen, aber den Kalamar, den habe ich noch ganz gelassen bei den Bildern. Dann ein wenig Nachtisch, wie gesagt, einfache spanische Küche und ein wenig an Kuhn. Jawohl, so schaut's aus, ein Kaffee da noch dazu und schon sind wir fertig. Können wir wieder heimfahren oder wir schauen noch mal ein wenig die Palmen an und glotzen ein wenig aufs Meer. Pablo Pommes, das spanische Kochstudio, Servus.